da, Duft da, da, Duft da, da. Früher, früher, da war mehr Panzer, mehr Abschreckung. Duft da, da, Duft da, da. Hat mich nicht mehr in der Gruft gehalten. Es geht wieder gen Osten. Defender 2020. Da muss ich dabei sein. Naja, wer mich nicht kennt, stell mich mal kurz vor, gestatten. Mein Name ist Panzergeneral Guderian. Für die, also ich war schon 1918 dabei und dann war ich auch noch im Zweiten Weltkrieg. Duft da da, Duft da da. Panzergeneral, Duft da da. Ich in Frankreich da, den über die Ardennen, den Sichelschnitt. Ja, Guderian. Wenn der Hitler mich nicht ausgebremst hätte, ich wäre durchmarschiert bis zum Ärmelkanal und hätte die Engländer platt gemacht. Duft da, da, duft da, da. Und dann erst 41. Aber losmarschiert. Gen Osten. Von Juni bis Oktober. Da war ich dann schon gleich vor Moskau. Und pft, hat mich der Winter gestoppt. Und dann anschließend der Adolf, der hat mich dann nach Stalingrad geschickt. Völliger Quatsch. Und heute, heute will ich wieder dabei sein. Defender 2020. Duft da da, Duft da da. Also, jetzt zur Lage. Defender 2020. Also, die Truppen der USA, die kommen ja hier rüber. Dann hier Munzalaga. Einmal durch die neuen Bundesländer, durch Polen und hier, hier, da ist die Lücke. Da steht der Russe und hier der Weißrusse. Und alle machen mit. Schweden, Finnland, Polen, das gab's noch nie. Hatten wir früher gar nicht. Und jetzt haben wir noch folgendes Problem. Der Ami, der kommt mit seinem Flugzeugträger hier nicht rein. Ossi, die ist pottenplatt. Nur was für Schlauchboote. Deswegen mit Panzern von hier dahin. Mehr Panzer, nicht wahr? Abschreckung. Und nun, was passiert nun? Jetzt plötzlich neue Gefechtslage. Kommt der Coronavirus hier hinten von Heinsberg, nicht? Stößt hier vor, hinter unsere Linien. Und zack, ganze Front bricht zusammen. Dolchstoß von hinten, Corona macht's. Also sowas habe ich ja noch nie erlebt. Wieder das Ganze gescheitert. Und wer ist schuld? Das gibt's doch nicht. Das kann man sich nicht vorstellen. In China, der Chinamann, der isst in Wuhan Fledermaussuppe. Und dann hustet er kräftig und dann kommt eine Tropfeninvasion. Einmal rund um die Erde. Nicht wahr? Der Ami macht schlapp. Da hat er da Milliarden und Abermilliarden, 600 Milliarden für seine Rüstung ausgegeben. Und jetzt reicht ein Tropfen, um die USA fertig zu machen. Das kann nicht wahr sein. Und dann irgendeiner hat es nach Italien verbracht. Und von Italien über Österreich, Ischgl, dann nach Heinsberg und hierhin zu unserer Front. Zack, das war's. Front zusammengebrochen. Ja, und dann der Putin, nicht der Putin. Der sagt, was ist das denn mit der Abschreckung? Und so läuft ja überhaupt nicht im Westen. Das reicht ja noch nicht mal, um die hart gekochten Eier abzuschrecken. Und dann schickt er uns noch Desinfektionsmittel. Mit der Tupolev, hier, Moskowskaja, nicht wahr? Einmal die Hände mit Alkohol desinfizieren. Und dann noch einen kräftigen Schluck, sagt er, aus der Pulle Wodka Moskowskaja. Gurgeln. Und schon ist der Virus erledigt. Ja. Und wir sind jetzt abkommandiert nach Hause. Quarantäne in der Kaserne. Da
Da heißt es Helm ab, Maske auf. Huch. Und jetzt sitzen wir in einer Kaserne und falten aus vierlagigem Toilettenpapier Atemschutzmasken. Nicht wahr? Gibt's doch gar nicht. Da haben die Pazifisten wieder die Oberhand gekriegt. Nicht wahr? Aus der Bundeswehr eine Sanitäts- und Lazaretttruppe machen. Unmöglich. Nicht wahr? Und dann fordern sie noch erst schwer dazu Flugscharen und jetzt Gewehre zu Atemmasten. Das ist unmöglich. Aber ich sag euch, früher, da war mehr Abschreckung, mehr Panzer. Nicht wahr? Und wenn jetzt nochmal der Chinamann 2025 nochmal eine Ledermaussuppe ist und hustet, davor müssen wir ihn abschrecken. Atomraketen, Panzer, alles, was wir haben. Wenn der heimlich eine ist, der muss nicht mehr zum Husten kommen. Dann ist er weg von der Platte mit all den tollen Waffen, nicht wahr? Und der kann auch keinen mehr abschrecken. Das sage ich euch. Und das ist dann der Dritte Weltkrieg gewesen. Früher, da war mehr Abschreckung, mehr Panzer. Und der Vierte Weltkrieg, nicht? Da kommen wir dann wieder mit Keule und Steinen. Aber jetzt habe ich mich verausgabt. Diese Gruft geht.